kommt wieder ein neues Video von mir und ich muss schon echt sagen, die Zeit, die rast ja wie verrückt. Ich glaube, mein letztes Video liegt etwa, ja, ich glaube so um die 12 Tage zurück. Ja, wird mal wieder Zeit, ne? Ich wollte zwischendurch schon mal wieder ein Video, also ein Watch Me Craft machen, aber das hat nicht so ganz hingehauen, da erzähle ich euch gleich. Ja, also ich hatte ja ein paar Tage Urlaub gehabt. Ich bin seit einer Woche wieder am Arbeiten. Es war total stressig gewesen. Also ich weiß auch nicht, wenn man aus dem Urlaub kommt, ein paar Tage, dann ist der Urlaub schon wieder lange passé. Also ich habe in der, also was ich gemacht habe, ist, ich habe hier diese Box nochmal angepasst. Da hatte ich euch ja das letzte Mal gezeigt, dass die zu klein ist. Also ich habe einmal die in normale Pünktchen gemacht. Dann habe ich das so hier mit den, ja, das sieht so mehr nach Weihnachten aus. Und eine mit Zuckerstangen. Ich habe nämlich überlegt, ich wollte eine Box füllen mit Text für, ja, so Plätzchenbäckerei und so. Oder für Naschereien und so. Dann hier für Weihnachtssachen. Da habe ich hier so ein paar mal reingetan. Ja, hier sind so ein paar Kreise. Das sind ja so Sachen von Kreativdepot, die ich noch habe. Ich habe so ein bisschen mal ausgestanzt, aber da bin ich noch nicht fertig. Und ich habe ja diese runden, die passen ja in der anderen Box nicht. Die hier. Ne? Also die passen hier jetzt auch rein. Ich habe die Maßen angepasst und ja, also gefällt mir total gut. Ich bin sehr zufrieden damit. Und ich wollte die auf jeden Fall oben noch dekorieren. Zum Beispiel hier bei der dunkle könnte man ja vielleicht mal zeigen, dass ich dann sowas hier in der Art habe ich mir überlegt. Die sind noch nicht ganz so fertig, weil ich weiß auch nicht, ich war so im Stress. Und da habe ich mir gedacht, komm, warte ein bisschen. Und dann machst du das in Ruhe, wenn es mir auch wirklich zusagt. So in der Art habe ich mir das vorgestellt, dass man das dann so ein bisschen dekoriert. Ja. Ne? So, das waren die Boxen. Dann habe ich mir hier solche. Moment, wo sind die? Ach, hier. Die hier habe ich noch mal. Da habe ich mir einige erstellt. Die hier wieder. Aber da habe ich wegen hier drauf. Ja, ich wusste jetzt nicht so genau, was ich da drauf mache. Und bevor ich da irgendwas drauf mache, habe ich mir gedacht, mach da erstmal gar nichts. Nachher gefällt mir das nicht. Ich brauche da irgendwie im Moment einen Kopf für. Also, wie gesagt, totaler Stress. Und ja, also hierfür habe ich das Papier von Tracy He benutzt. Ich habe ja jede Menge davon, ne? Genau, und hier habe ich das Papier. Guck mal hier, wie hübsch das aussieht, ne? Ich finde, das sieht total schön aus. Ich habe auch mal ein paar ohne Raster gemacht. Ohne diese Raster hier, weil nicht jeder braucht ja Raster, ne? Ja. So, und das Papier, hier das hier, das gehört auch noch dazu. Was habe ich denn hier drin gemacht? Ah ja, auch das mit den Schriften. Moment, das steht aber auf dem Kopf, ne? Genau, dann gehört das nicht so rum. Fällt ja von außen nicht auf. Ja, genau, das Papier. Das Papier wollte ich euch zeigen. Das ist nämlich total schön. Und zwar ist das hier vom Masterpiece. Das habe ich ja auf der Hollandmesse gekauft. Und das gibt es auch in den diversen Shops zu kaufen. Ich habe jetzt hier Summer Things genommen. Ich muss echt sagen, ich finde das Papier total hübsch, ne? Es lässt sich, also es lässt sich super verarbeiten. Ich weiß gar nicht, eine Grammatur steht hier jetzt nicht, ne? Steht irgendwas auf dem Papier drauf. Ich muss mal gerade gucken. Nee, also da ist jetzt auch keine Grammatur drauf. Aber es ist auf jeden Fall wunderschön. Ach ja, und das Papier für die, hier für diese Boxen. Da habe ich das hier. Das ist noch ein Weihnachtsblock. Ich glaube, der ist vom letzten Jahr. Da habe ich das rausgeholt vom Action. Genau, hier unten die Papiere sieht man ja, ne? Hier mit dem Pünktchen gibt es auch in Schwarz. Ja, muss ich noch ein bisschen rumdekorieren.
Genau, also das waren die Büchlein gewesen. Das habe ich ja wieder mit meiner Chinch und also ich muss echt sagen. Ja, also hier mit diesen Löcher reinmachen, das ist so eine Arbeit. Ich habe langsam keine Lust mehr. Ich sag euch, dann tue ich einmal diese Löcher reinmachen und schon ist von der Chinch, die, das bleibt alles unten an diesen Schneideteilen, die hier halt hier durchgehen. Da bleibt alles hängen. Da bin ich jedes Mal alles am raus am Friemeln. Also ja. Doch, da saß ich länger dran, als diese Büchelchen hier herzustellen. Naja. So, dann, ja, dann habe ich ja hier, ich hatte ja mal ein Short-Video gezeigt, das ist ja mein Herzensprojekt und zwar, ich weiß nicht, für die Leute, die neu sind und vielleicht auch die Videos, die vergangenen Videos nicht gesehen habe, ich hatte ja mal, also ich habe ja jetzt nur noch die Gina, das ist ja meine süße Maus, meine Katze und ich hatte ja auch den Billy gehabt, der hat mich ja leider letztes Jahr, morgen jährt sich das, ist er über die Regenbogenbrücke gegangen und jetzt ist die Gina nur noch allein. Das waren Bruder und Schwesterchen und da wollte ich immer ein Album machen. Da hatte ich mir ja hier das Papier geholt von Doodlebug, Pretty Kitty. Ne? Und ich hatte euch ja auch in den vergangenen Videos mal erzählt, dass ich eine andere Bindung gefunden habe. Und ich finde die richtig mega. Ich habe jetzt hier vorne noch ein bisschen drauf gemacht. Das ist in dem Short-Video auch nicht zu sehen. Ich bin noch am Überlegen, ob ich hier noch so ein kleines Foto drauf mache. Aber da bin ich schon ein bisschen unschlüssig. Und ja, also mit Fotos ist es noch nicht bestückt. Ich wollte dann halt auch hier so rumdekorieren. Ne? Dafür habe ich ja die Sachen hier. Die Puffies und die Odds and Ends und die Aufkleber. Genau. Ja, also das muss ich noch machen. Ich musste das Album nämlich abbrechen, weil ihr könnt euch vorstellen, also da kam dann irgendwie alles wieder hoch, weil das halt für meinen Jungen ist. Ja, und das muss ich erstmal abbrechen, das dauert noch und ja. Schauen wir mal. Also hier habe ich extra den Kranz. Das ist von einer anderen Serie. Ich glaube Happy Place heißt die. Das habe ich extra hier vorne hingetan, weil ich hier noch was, eine Widmung oder sowas reinschreiben wollte. Deswegen habe ich das hier vorne reingetan. Genau. Und dann kommen hier dann die Bilder mit Dekos und so. Und ich habe das jetzt bewusst ohne dieses Klappen auf und zu und keine Ahnung was. Ich meine, das sind alles wunderschöne Alben. Aber ich wollte einfach mal einfach machen und hierfür wollte ich auch dieses Album wollte ich auch in der Art für meine Motorradtour, die ich ja schon vor längerer Zeit ich hatte gesagt, ich war im Mai da, ja, aber im Mai aus welchem Jahr? Also das ist schon länger her, das ist jetzt bestimmt, lass mich mal gerade rechnen, wann habe ich die Reise gemacht, das war bestimmt, ja, Mai. Das war Mai 2011 gewesen. Ja, so lange ist das schon her, ne? 13 Jahre jetzt. Genau. Damals Wörtchen wieder, ne? Mein Lieblingswort. Naja, das wollte ich auch machen. Wollte ich auch in so einem Album machen, aber angepasst auf diese Blätter hier, dass ich hier auch nichts abschneiden brauche oder so. Und, oder nur wenn, nur ganz minimal. Damit man hier nicht so viel Papierverschnitt hat. Ich habe das Album auch angefangen. Da wollte ich euch nämlich mitnehmen, um euch zu zeigen, wie das hier mit der Bindung ist. Wie heißt es? Ja, aber ich habe mich dann, ich war auch schon schön dabei. Und wie ich dann hier die Blätter draufklebe, also das Album dann mit den Blättern verzieren wollte. Ja, da ist mir dann aufgefallen, dass das, dass die Maße alle nicht passten. Ja, und dann habe ich das Video ja wieder gelöscht. Und ihr könnt euch vorstellen, ich habe mich total geärgert darüber. Ja, und dann habe ich auch nicht mehr neu gedreht, weil ich muss mir erstmal wieder runterkriegen, weil mich das irgendwie total gefuchst hat. Ja, es kommt aber noch. Also es kommt auf jeden Fall eins. Ich habe zwar nicht mehr das ursprüngliche Papier, was ich dafür verwenden wollte. Ich nehme ein anderes jetzt, habe ich beschlossen. Und aber es kommt noch.
ich zeige euch diese Bindung. Ich möchte auch dazu sagen, das ist nicht meine Idee. Ich wünsche, ich hätte so tolle Ideen, die habe ich aber leider nicht. Und das habe ich aus einem anderen Video. Ich weiß jetzt nicht mehr, woher ich das habe. Die hat auf jeden Fall in dem Video Papier verwendet von von Graphit 45. Ja, ich glaube schon. Ja, das dazu. So, ich lege dann mal los. Ich habe wieder ein paar Digis geholt. Ich bin auch am Überlegen, ob ich mal ein Video mache, wie ich euch zeige, wie man die Digis bearbeitet. Für die Leute, die keinen Plotter haben. Das Einzige, was dann halt da ist, ja, da bräuchte man dann die Kunst des Ausschneidens, ne? Oder noch was anderes, das zeige ich euch auch gleich. Und zwar ist das hier einmal ein Digi von Lulu und Fonsi. Das war in einem Überraschungspaket drin. Er macht schon mal so ein Überraschungsset. Und das war in einem Überraschungsset. Hier finde ich, finde ja bei dem auch immer die Papiere so super. Ne? Also schöne Herbstfarben. Ja. Und die Sprüche immer, ne? Sternzeichen, kein Bock. Genau. Ja, also das war das. Und dann habe ich mir bei der Stuff Deluxe auch wieder eins geholt. Jetzt guckt doch mal, wie süß das ist. Ne? Ist das nicht putzig? Also ich weiß noch nicht genau, was ich damit mache. Ich bin am Überlegen, ob ich mir irgendwie, weiß ich nicht, kleine Aufkleberchen für meinen Planer mache oder so. Ich muss mal gucken. Aber ich fand die so süß, ne? Ich fand die so süß. Ich meine, sowas kann man ja auch verwenden für, wenn man irgendwelche Wellness-Sachen oder, keine Ahnung, eine Maske oder Duschbad oder sowas verschenkt, ne? Da könnte man die auch verwenden. Ach, die finde ich total süß, ne? Und bei der Stuff Deluxe ist auch immer hier eine Datei bei für Stempelabdrücke. Also was in der Art wie Stempelabdrücke, ne? Ja. Ja. Total putzig. Genau, die habe ich noch geholt. Und dann habe ich noch, das wollte ich euch auch mal zeigen, zum Beispiel hier, das ist eine Datei von Sweet November Stamp. Und da habe ich jetzt DIN A5 Papier genommen, weil so ein DIN A5 Papier ist ja quasi hier, so, da kann man das zum Beispiel direkt so nehmen. Ne? Also da kann man das ausstanzen zum Beispiel, da hat man den dann aufgedruckt. Dann kann man das ausstanzen, wenn man das jetzt nicht ausschneiden möchte. Ne? Und dann kann man den direkt auf dem Papier kolorieren. Und für zum Maskieren habe ich mir überlegt, es gibt ja so kleine Glue Dots. Also da würde ich mir das nochmal auf Papier ausdrucken. Ausschneiden, dann gibt es ja so Glue Dots, die kann man so, kennt ihr die? Die kann man ja direkt wieder, die kriegt man in der Hand sogar abgerubbelt. Die dann da drauf und das Papier da drauf und dann kann man das vielleicht hier drumherum bearbeiten, weil das auf das Masking Tape drauf zu tun ist, da kann man ja nichts draufdrucken. Aber dass man sich irgendwie so behilft, ach guck mal hier die Eule, ne? Die ist so voll süß. Guck mal hier, die Eule. Die gibt es auch in der Datei. Ach so, nee. Die gibt es ja nicht zu kaufen. Die gibt es auch als Datei separat. Also die Datei gibt es nicht zu kaufen. Ich habe bei Instagram bei so einer Aktion mitgemacht und dann gab es die dann kostenfrei zugesendet. Genau. Und dann, die habe ich, die ist jetzt aus dem Newsletter. Also wenn ihr da ein Newsletter abonniert, bekommt ihr einmal im Monat eine Datei quasi umsonst. Die könnt ihr euch da runterladen. Da müsst ihr euch nur registrieren bei Sweet November Stamp. Und dann könnt ihr die mit einem Aktionscode, den kriegt ihr dann im Newsletter immer zugesendet, könnt ihr die dann kostenfrei runterladen. Genau, die habe ich dann auch ausgedruckt, weil ich damit auch eine Karte machen will. Hier ist jetzt eine Fledermaus drauf. Die will ich einmal direkt auf der Karte drauf lassen, ohne auszuschneiden. Ja. Deswegen habe ich die auf diesen A5, hier habe ich so ein bisschen
glaube ich, versetzt oder hier etwas größer gemacht. Da mache ich dann zwei Karten draus. Hier habe ich das weiter nach rechts gemacht. Ja, und dann habe ich noch, ich habe noch einen, und zwar den war auch aus dem Newsletter. Den hier noch. Den gibt es auch aus dem Newsletter. Und den habe ich mir auch ausgedruckt zum Kolorieren. Ja, das ist Sweet November Stamp gewesen. Genau, das waren dann diese Digi-Sachen. Ich tue es mal gerade auf Seite. So, dann legen wir mal gerade los. So, beim Action war ich gewesen. Da habe ich mir einmal die Organza-Section hier geholt. Die fand ich ganz putzig. Ich meine aber in irgendeinem Video gesehen, dass sie gesehen zu haben, dass sie Organza-Section haben, die nicht so glitzern. Aber weiß ich nicht. Vielleicht gibt es noch andere. Ich bin überfragt. Naja, auf jeden Fall habe ich die jetzt in Lila geholt. In so einem, und in so einem hübschen hellen Blau. Die zwei habe ich geholt. Dann habe ich mir hier Aufkleber gekauft noch. Die habe ich gefunden. Totale Süße mit Tieren. Obwohl, der sieht ein bisschen komisch aus. Ne? Ich weiß nicht, ob die Aufkleber manchmal KI-generiert sind. Weil dann entstehen ja manchmal komische Sachen, die irgendwie nicht passen. Ich weiß es nicht. Weil irgendwie sieht das komisch hier aus. Naja, auf jeden Fall, aber die anderen sind total süß. Ne? Guck mal hier, was da für hübsche und putzige Tierchen drauf sind. Ja, der ist ja auch süß hier. Ne? Den habe ich mir einmal geholt und dann habe ich mir den Bogen hier geholt. Mir ging es hier hauptsächlich um das hier. Das finde ich total schön. Auch hier das Herz. Ne? Dieses Muster da drin. Hier der Baum ist sehr schön. Und hier unten das Häuschen sieht ganz toll aus. Genau, das hier habe ich geholt. So. Dann habe ich mir noch Blöcke geholt. Und zwar, bei mir gab es jetzt die Weihnachtsblöcke. Und da habe ich mich für die zwei hier entschieden. Oh, ich schwöre euch mal. Obwohl, können wir ja eigentlich so lassen. Dann könnt ihr das Motiv besser sehen. Und zwar, der war mein absoluter Favorit. Den wollte ich unbedingt haben. Und den habe ich mir gedacht, naja, vielleicht wegen den Lebkuchenmännchen ist der auch ganz süß. Mittlerweile ist das hier mein Favorit. Und der, naja, den hätte ich mir vielleicht sparen können, weil hier ist kaum eine Seite, die mir zusagt. Ich weiß nicht, kann man das jetzt so besser erkennen? Ich hoffe doch. Die Seite ist sehr hübsch. Ich blätter mal ein bisschen durch, ne? Ich meine, die laufen hier runter und rüber, aber trotzdem wollte ich euch die noch zeigen. Das gefällt mir nicht. Das finde ich ganz schön. Mal gucken, wofür man das benutzen kann. Ja, dann das hier. Hier ist sehr viel Glitzer drauf. Da geht nichts ab. Das gefällt mir gar nicht. Könnt ihr das erkennen? Hier sind so, ja, jetzt so, glaube ich, ne? So könnt ihr das sehen. Da sind alles jede Menge Pünktchen drauf. Also furchtbar. Diese ganzen Pünktchen hätten die ruhig sein lassen können. Das gefällt mir auch nicht. Da ist viel zu viel los. Also die sind zwar hübsch hier, aber die benutze ich halt nicht, ne? Das ist sehr schön. Das finde ich richtig schön. Das ist, ja, Holzoptik halt, ne? Aber nicht so schön gemacht, finde ich. Das ist auch hübsch. Das gefällt mir nicht. Die Bäume passen irgendwie gar nicht so wirklich. Also das mit den Bäumen gefällt mir nicht so gut. Ja, das ist jetzt auch nicht so meins. Die finde ich wieder hübsch. Die sehen sehr schön aus. Das ist auch sehr hübsch. Das ist auch eine schöne Seite. Das gefällt mir gar nicht. Das ist jetzt auch nicht so wirklich meins. Das ist okay. Das gefällt mir gut. Die Kärtchen sind auch immer gut. Hier unten sind noch so ein paar Sprüche.
Ja, das tut ja eigentlich in den Augen weh, ne? Vielleicht kann man sowas vielleicht als Hintergrund verwenden oder so. Das weiß ich noch nicht. Das sieht hübsch aus. Naja, ne? Und das ist auch schön. Genau, das ist der. Also der ist jetzt nicht so besonders. Dann der hier. Also hier gefallen mir eigentlich so gut wie bald alle Seiten. Fast. Das hier, also so ganz leicht, ne? Dann die hier. Dann das hier finde ich ja total schön, ne? Hier die Bäumchen sind schön. Das gefällt mir gut. Die hier. Das hier. Das. Einfache Pünktchen. Ja, hiermit weiß ich jetzt nichts anzufangen, weil ich mache keine Adventskalender. Also, das hier weiß ich überhaupt nicht, was das sein soll. Könnt ihr was erkennen? Also vielleicht ist das hier, ich weiß nicht, ein Paket, wo ein paar Sachen drin reingesteckt sind oder so. Weil hier nebenan sind auch immer so kleine Geschenke drauf. Also ich kann es nicht richtig erkennen, ne? Tja. Ja, das sieht ja auch total hübsch aus, ne? Das hier, Lebkuchenmännchen. Das hier wieder. Sehr schöne Farbe auch. Dann das hier und hier bei denen hier. Ich muss mal gerade gucken. Ah, hier ist es noch. Ich weiß ja nicht, hier steht noch so viel auf dem Schreibtisch rum. Hier, der hier vielleicht. Oh ja. Also der passt genau da drauf. Dann könnte ich den schön ausstanzen. Weil Kreise schneiden ist ja immer ein bisschen problematisch. Ja, schön. Ich habe das noch nicht auf Magnet gemacht. Naja. Ich weiß ja nicht, ich habe hier immer noch so viel rumstehen auf dem Tisch. Muss das alles mal wegräumen. Genau, das war ja hier vom Ariane Design. Das hatte ich mir in Holland bestellt. Ich meine, das gibt es ja überall, ne? Aber in Holland machen die wohl viel mit so Ausschneidbilder. Und da ist er, das war dann dazu, glaube ich, in dem Programm mit rausgekommen. Ja. Ja, und da habe ich mir gedacht, bevor ich mir so jede Menge Stanzen kaufe, diese Rundstanzen, die meinen ganzen Schubladen blockieren, hol ich mir nur diese Stanze und dann, ja, ne? Da habe ich Platz gespart und kann mir auch alles ausstanzen. Ich meine, da braucht man dann wieder eine Stanzmaschine. Das bräuchte man bei diesen Handstanzer dann nicht. Aber ja. Also hier muss ich echt sagen, das Album gefällt mir. Ach, das Album sah ich schon. Also der Block gefällt mir sehr gut. Ne? Hier ist auch so Glitzer noch drauf. Also den finde ich richtig super. Der ist richtig schön. Dann habe ich mir noch einen geholt. Davon hatten die zwei Sorten von diesen Blöcken hier. Jetzt hole ich euch aber mal weg. So. Von den Blöcken hatten die zwei Sorten. Ich habe mir die hier mitgenommen. Ich weiß nicht, irgendwie habe ich alles jetzt hochgeschoben. Ich habe mir den hier mitgenommen. Vor allen Dingen hier sind so richtig schöne Farben drin. Und was hier auch gut ist, ach so, das war ja jetzt auch. Ich muss euch nochmal ranholen, weil ich wollte euch nämlich was zeigen. Guckt mal hier. Könnt ihr das erkennen? Hier ist nämlich wie so eine Art Leinenstruktur. Ah, jetzt sieht man es gut. Ne? Wie so eine Art Leinenstruktur ist das. Guck mal hier bei dem Grünen zum Beispiel. Ja, finde ich total cool. Also hier gibt es dann verschiedene Farben.
gelb, grün. Hier, das hier ist ja auch schön, ne? Guck mal hier mit dem, sieht man das doch mal? Ich glaube, jetzt bin ich was zu nah. So kommt. Ah ja, so sieht man das noch. Ne? Wie so eine Leinenstruktur. Ich tue euch mal wieder was weg. Also da. So nah muss das ja jetzt hier auch nicht alles sein. Huch. Ein bisschen zu viel. Ja, hier ein schönes Lila, Pink, Rosa, in Cremefarben und Weiße. In so einer Leinenstrukturoptik. Das habe ich auch noch geholt. Also es ist 220 Gramm Natur, 30 Blätter. Und von jeder Farbe sind immer so mehrere drin. Also von denen sind jetzt hier, von den farbigen sind immer zwei Stück. Und die cremefarbenen und das Weiße sind ein paar Blätter mehr drin. So, das war glaube ich Action gewesen. Ja, das war Action gewesen. Dann habe ich bestellt, was zeige ich euch denn zuerst? Zeige ich euch, Kreativdepot zeige ich euch, genau. Ich habe bei Kreativdepot bestellt, also ich habe sehr lange auf die Bestellung gewartet. Bestellt habe ich am 13. September und angekommen ist es erst am 24. September, nachdem ich auch danach gefragt habe. Ja, war ein bisschen enttäuschend, weil ich wollte eigentlich zum Abschluss meines Urlaubes davon was bebasteln, aber ich muss jetzt gucken, wann ich die Zeit dafür finde. Tja, geht manchmal halt so, ne? So, da war hier dieses Goodie drin. Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Kein Schimmer. Ich weiß es nicht. Ja, dann habe ich mir ein Coliro bestellt. Ein Coliro. Ich hatte den schon mal aufgemacht, weil ich mir den angucken wollte. Moment, wie geht denn das jetzt hier auf? Das ist wohl wieder eine neue Farbe, vermute ich mal. Gold Rush. Gold Rush. Also Gold Rush. Ja, richtig schön. Fällt mir gut. Also das hat auch wie so, ja weiß ich nicht, ob das so ein ja, Gold so Richtung Braunton, Cremefarben. Ich meine, man muss ja mal gucken, ne? Wenn ich jetzt mal hier, ich habe da hier irgendwo Gold. Ist hier Gold drin? Roségold, Moongold. Genau, hier ist Bronze Moon Gold, ist das hier. Habe ich schon mehr Gold? Nee, das ist ein Gelb, das ist alles. Also, wenn man das mal hier mit dem Goldton vergleicht, ne? Wo ist denn das jetzt? Also, es geht irgendwie so in so einen Cremefarbton rein, ne? Ah ja, ich bin gespannt, wie das auf Papier aussieht. So, und da meine Boxen inzwischen voll sind, tja, ich wollte eigentlich nicht, ne? Aber da habe ich mir gedacht, da holst du noch mal eine neue. Ich habe mir wieder einen Sechser geholt. Oh, hier ist eine Delle drin. Das ist aber ärgerlich. Oh ja. Also das ist ja echt ärgerlich, dass da eine Delle drin ist. Naja, da tut ja den Farben nichts. Ist zwar ein bisschen blöd, ne? Aber ja. Naja, auf jeden Fall habe ich mir noch eine geholt. Ich hatte erst überlegt, soll ich eine große nehmen? Aber dann dachte ich mir, nee, also so viele Farben wollte ich ja jetzt nur auch nicht. Ich meine, das ist jetzt meine dritte Sechser, aber ja, ich hoffe, das wird auch meine letzte. Dann habe ich mir einen Stempel bestellt. Und zwar hat mir der hier sehr gut gefallen. Der heißt, sei immer du selbst.
Und ich fand hier den hier so schön. Nimm deine Träume als Antrieb, deine Wünsche als Wegweiser und folge immer dem kleinen Kompass in deinem Herzen. Also das fand ich richtig schön, den Spruch. Ja. Und das wollte ich dann in meinem Journal oder so reinstempeln. Dafür ist der gedacht gewesen. Dann fand ich den total putzig. Den kleinen Wuffi. Knuffelhund. Ja, ich habe zwar keinen Hund, aber ich mag Hunde trotzdem. Und den fand ich irgendwie total süß. Und da habe ich mir gedacht, komm, weil ich kenne auch viele Hundebesitzer. Da dachte ich mir, nimm den mal mit, weil der ist total knuffig. Und so viel hat er jetzt auch nicht gekostet. Und ich habe mir, war das eigentlich alles von Kreativdepot? Kommt mir irgendwie so wenig vor. Aber naja. Und dann habe ich mir eine von denen hier geholt. Die hat mir am besten gefallen. Und ich habe auch nur eine geholt. Ich meine, die haben ja einen stolzen Preis, ne? Also wie ich das gesehen habe, tja, holla die Waldfee, ne? Und der heißt Fallstern 5 Zackenmuster 27 cm. Wenn man mal überlegt, ich glaube, die eine große Größe kostet nur 2 Euro mehr. Also die 40 cm. Aber naja. Ich habe mir gedacht, ich probiere den erstmal aus, bevor ich mir noch andere hole. Nachher ist das so eine Fummelsarbeit, dass ich damit nicht zurechtkomme oder so. Und dann habe ich so viele geholt. Deswegen dachte ich mir, ich probiere den mal aus und habe mich für meinen Favorit entschieden. Ja. Da bin ich mal gespannt. Und den wollte ich eigentlich letztes Wochenende, also war das letztes Jahr, genau. Wir haben heute den 29. September. Sonntag, der 29. September. Ich wollte den eigentlich letztes Wochenende dann noch gebastelt haben, aber das Paket kam ja so spät, leider. So, dann habe ich mir was bei Kreativbund bestellt. Und zwar gab es ja von Enfante d'Artore ein neues. Also, hört er mich überhaupt? Ich spreche hier hinten. Moment, ich muss mal das Zeug hier ranholen. Ich bin da hinten am Erzählen. Und zwar von Impronte d'Artore kam ja ein neues Release raus. Ja, da musste ich mir dann auch was holen. Und zwar einmal den hier. Den fand ich total knuffelig. Bin zwar, ja, also im Moment ist ja Halloween, ne? Ich bin ja eigentlich froh, dass Halloween ist. Weil ich bin jetzt nicht so der Halloween-Freund. Das schont dann ein bisschen mein Portemonnaie, aber die fand ich dann doch irgendwie total süß, ne? Ja, also den habe ich dann geholt. Da mache ich doch mal ein paar Halloween-Karten. Ich hoffe, ich komme da noch zu. Und den hier habe ich geholt. Den fand ich auch so süß. Happy Halloween. Achso, der hier heißt Halloween Night. Und der heißt Halloween Goodies. Die fand ich auch total süß, die Maus. Die zwei sind es geworden. Dann als Katzenmama musste ich mir natürlich auch hier einmal den hier, die Nummer, die Katze holen. Ne? Guck mal, wie süß die ist. Total knuffelig. Ja, die musste dann auch sein, obwohl ich dieses... diese Art der Stempel mag ich eigentlich gar nicht mit diesem breiten Pinselrand. Da gibt es ja noch mehrere. Da habe ich ja nie einen gekauft, soweit ich mich erinnern kann. Ich glaube, von der Serie habe ich gar nichts. Ja, aber bei Katzen kann ich nicht widerstehen, ne? Ja. Und die hier habe ich auch noch geholt. Das ist das große Set, das ist die Nummer. Und die hier, guck mal hier mit der kleinen Maus, ne? Und der hat einen Fisch auf dem Pulli. Total süß. Ja, aber was das da sein soll, keine Ahnung. Ich muss mir mal ein paar Beispielkarten angucken, ob das irgendwo mit verarbeitet wurde. Ja, die sind dann auch. Ein Stück Käse dabei. Das habe ich mir noch geholt. Und Stamping Bella habe ich mir die hier geholt. Die muss es dann sein. Cowgirl.
Ich mache ja Line Dance als Hobby, jetzt nicht den normalen klassischen, sondern einen anderen Stil. Aber den braucht's dann unbedingt. Ja. Da ist auch nur die drin, kein Text und nichts. Oh, ich finde die total süß. Ich konnte es gar nicht abwarten. Wie ich gesehen habe, dass die rauskommen mit in dem neuen Release, da lag ich quasi auf der Lauer, bis die endlich drin war. Und dann habe ich die direkt bei Kreativbund bestellt. Freue ich mich total, dass ich die habe. Dann habe ich mir noch, ich rede mal dahinten. Dann habe ich mir noch einen Stenzel bestellt und zwar von Mama Elefant. Habe ich mir den hier bestellt. Hier unten ist mit so Bäumchen und hier fand ich gut hier mit den Bergen. Da kann man ja gut was mit weißer Paste machen. Ne? Da habe ich mir gedacht, komm, nimm den mal mit, weil die sind ja auch nicht so teuer von Marianne Design. Ja, wie ist denn da überhaupt die Stempelqualität? Mal gerade fühlen. Ja, ist okay. Kann man mitarbeiten. Ist nicht zu dünn. Ist okay. Dann habe ich mir noch Stanzen bestellt. Und zwar Sitz. Oh. Jetzt komme ich hier in den Stotter. Ich muss mal kurz einen Schluck trinken. Sorry. So, Sizzix hat ja neue Stanzen rausgebracht. Und ja, da habe ich dann ein paar Beispiele gesehen und habe ich mir gedacht, komm, die musst du unbedingt haben, die finde ich so schön. Und zwar hier, mir ging es hier weniger um die ABC und Zahlen. Ich meine, es ist ja schön, dass das auch dabei ist, aber mir ging es hauptsächlich hier rum. Und da habe ich so tolle Sachen mit gesehen. Das hier ist die Nummer, wenn ihr das sucht. Ne? Und ja, dann musste die mit. Ist noch gar nicht ausgepackt. Freue ich mich. Ich bin mal gespannt. Ich muss mich jetzt demnächst mal ransetzen. Ne? Und dann habe ich noch eine geholt, die fand ich auch total klasse. Und zwar die hier. Die fand ich auch richtig spitzenmäßig. Und ich hatte die nämlich dann in einem Video gesehen bei Scrapbook Forever. Da habe ich doch den Stempel gekauft auf der Messe mit den Tannenbäumen. Die hatte das in einem Video gezeigt und da war ich total happy, da dachte ich, oh, das ist ja cool, den Stempel musst du haben, weil die war nämlich schon bestellt gewesen. Dann passt das sehr super. Dann werde ich auf jeden Fall mal versuchen, die Karte nachzubasteln. Finde ich richtig klasse. Hier ist ja dann die sind da drin, dann hier so ein Mond, finde ich total cool. Den kann man ja vielseitig verwenden. Auch jetzt, wenn ich jetzt hier vielleicht ein paar Halloween-Karten mache, kann ich auch den Mond verwenden. Dann ist hier diese Skyline drin, die Laterne, die Autos. Ich weiß gar nicht, der Kranz ist der auch da drin? Das kann ja natürlich sein, ne? Das weiß ich jetzt nicht. Ja, und Laterne kann man ja auch öfters benutzen, ne? Oder Verwendung für andere Sachen haben. Ja, freue ich mich total. Und ja, das war es dann auch von meiner Bestellung. Das reicht ja wieder. Ja, zwischenzeitlich habe ich ja auch, ich glaube, war das gestern oder vorgestern, da habe ich wieder was bestellt. Also es ist wieder was unterwegs. Ich will es nicht verheimlichen. Ach ja, dann ist aber auch immer, ne? Es gibt immer so schöne Sachen. Na, du süße Maus, ja. Ja, so, das war jetzt meine Bestellung gewesen und das reicht ja wieder alles, ne? Und ja, dann wünsche ich euch auf jeden Fall noch ein wunderschönes Wochenende. Passt gut auf euch auf und bis zum nächsten Video. Tschüss.